Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch gerne Vins Bücher vorstellen. Und heute in diesem ersten Teil geht es um die Bücher, die ich ihm vorlese, also mit denen er selbst nicht viel anfangen kann. In einem zweiten Video möchte ich euch dann die Bücher zeigen, ja, das sind so seine Pappbücher, die Bücher, in denen er selber was entdecken kann, mit denen er sich halt einfach auch selbst beschäftigen kann. Ich habe das deswegen in zwei Videos geteilt, weil es zum einen erstens zu lang geworden wäre, wenn ich euch alle Bücher in einem Video vorgestellt hätte. Und so kann jeder schauen, was ihn interessiert. Interessieren den einen vielleicht eher die Vorlesebücher oder die Bücher für die Kinder selbst. Wir starten heute einfach mal mit den Vorlesebüchern und fangen auch sofort mit Buch Nummer 1 an. Und zwar ist das König und König von Linda de Haan und Stern Nieland aus dem Gerstenberg Verlag. Ich werde euch alle Bücher unten in der Infobox verlinken. Wenn euch also ein Buch gefällt, könnt ihr da mal nachschauen. Und zwar geht es hier um Homosexualität, um einen König, der heiraten soll und mit den Prinzessinnen, die ihm vorgestellt werden, so gar nichts anfangen kann, bis er dann den Bruder einer Prinzessin kennenlernt und sich verliebt und dann den heiratet. Und das ist mal ein bisschen eine andere Darstellungsform von den Bildern her und ja, das lesen wir sehr, sehr gerne mit Vince. Dann Buch Nummer 2, das war eines der ersten, was ich ihm vorgelesen habe. Und zwar Geschichten von Paddington von Michael Bond aus dem Gulliver Verlag. Ich kenne Paddington noch aus meiner Kindheit. Ich habe da aber eher die Kassetten von gehört. Und ja, hier sind halt mehrere Geschichten von Paddington, dem Bär, drin. Und das haben wir sehr, sehr gerne zusammen gelesen. Da habe ich natürlich nicht eine Geschichte an einem Abend gelesen, sondern die Geschichte immer so ein bisschen unterteilt. So, dann haben wir etwas, das ist auch wunderschön. Ein kleines bisschen anders heißt das Buch. Vorlesegeschichten für 3, 4 und 5 Minuten, auch aus dem Gulliver Verlag. Und hier geht es so ein bisschen um das Anderssein. Also, dass es gar nicht schlimm ist, wenn Kinder zum Beispiel im Rollstuhl sitzen oder wenn einige Kinder vielleicht ein bisschen ruhiger sind als andere oder bestimmte Eigenarten haben oder wenn Mädchen nicht unbedingt rosa tragen möchten. Und das ist richtig, richtig gut. Das ist ja auch ein Thema, was wir bei Vince sehr fördern. Vince geht ja in einen heilpädagogischen Kindergarten. Da gibt es sehr viele Integrativkinder, behinderte Kinder. Es ist uns einfach sehr wichtig, dass er mit diesem Thema ohne irgendwelche Schranken, Vorurteile aufwächst. Und dieses Buch unterstützt es natürlich so ein bisschen noch zusätzlich. Und das sind wirklich Geschichten, die man an einem Abend lesen kann. Jetzt mit seinen 2,5 Jahren hört er da auch schon ein bisschen länger zu. Aber das kann man ja individuell aufs Kind anpassen und die Geschichte dann auch mal auf 2 Abende aufteilen. Aber das ist richtig, richtig schön gemacht und sehr vielseitig und spricht viele verschiedene Aspekte einfach auch an. Dieses Buch hier hat Vince zu Weihnachten bekommen. Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt von Hannes Hüttner und Gerhard Lahr aus der Kinderbuchverlag. Und zwar ist es ein Buch aus der DDR, was mir schon vorgelesen wurde. Und kurz vor Weihnachten sind wir irgendwie mit meiner Oma wieder auf dieses Buch zu sprechen gekommen. Und ich konnte mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, aber Vince steht ja so total auf Feuerwehren. Und habe ich das dann einfach bestellt und schon beim ersten Durchblättern wusste ich wieder eigentlich, um was es geht. Und ja, genau, da geht es halt so darum, dass die Feuerwehr ständig unterwegs ist und keine Zeit dafür hat, ihren Kaffee zu trinken. Und ist richtig, richtig schön gemacht. Dann ein Buch, das haben wir auch schon was länger. Und zwar ist das so ein Buch, was man individualisieren kann. Benjamin Blümchen und Vincent. Ein Tag im Zoo von family.de ist dieses Buch. Und da konnte man halt anpassen, das Aussehen des Kindes, mit Namen natürlich, und so ein paar Sachen einsetzen. Sein Geburtsdatum, sein Lieblingsessen, sein Lieblingseis, einen Freund von ihm einfügen. Das finde ich richtig, richtig schön. Das haben wir auch schon ein ganz paar Mal gelesen. Ein Buch, was ich gefühlte 100 Mal schon gelesen habe, und ich glaube, es ist annähernd auch die Zahl, die ich es ihm schon vorlesen musste, ist dieses hier. Wer wohnt denn da in Mamas Bauch von Lars Daneskov? Ein Buch für große Geschwister aus dem Klett Kinderbuchverlag. Ich mag diesen Verlag übrigens sehr, sehr gern, Klett Kinderbuch. Und da geht es so ein bisschen darum, natürlich,
was in Mamas Bauch passiert, wie sich das Baby entwickelt, aber auch, warum Mama manchmal so komisch ist. Und da sitzt wirklich Vince da und hört sich das von Anfang bis Ende durch. Man liest da locker 15 bis 20 Minuten und er hört sich das alles an. Und das kann er sich jeden Tag anhören. Und das ist so ein Buch, was wir auch tagsüber, eigentlich nur tagsüber gelesen haben, gar nicht abends. Also er kam dann immer von selber und wollte das Babybuch vorgelesen haben. Also das finde ich auch richtig, richtig schön gestaltet, bereitet das Kind gut vor, geht auf ganz, ganz viele Aspekte ein, gerade auch was mit der Mutter passiert, mit den Hormonen, dass sie so dick wird, dass sie manchmal nicht so kann wie sonst. Sehr, sehr schön. Das Buch ist auch sehr, sehr süß und zwar ist das Nana aus dem Räuberwald aus dem Koppenrad Verlag. Und hier finde ich die Gestaltung einfach so total genial. Es ist einfach so, so wunderschön illustriert. Und es geht halt um Nana aus dem Räuberwald und die ganzen anderen Bewohner und den Geburtstag von Nana. Und ja, hier sind halt einfach auch die Bilder so, so schön. Es ist für Vince immer ganz nett, wenn ich was vorlese, auch was zu gucken hat nebenher. Und ja, das mögen wir auch sehr, sehr gern. Dann ein Buch, was wieder aus dem Klett Kinderbuch Verlag ist. Alle da. Unser kunterbuntes Leben von Anja Tuckermann und Tine Schulz. Und hier geht es so um Flüchtlinge, Einwanderer, Integration, wie das ist, dass manche, die zwar anders aussehen wie wir, aber trotzdem in Deutschland geboren wurden, wie das geschehen konnte, dass sie aus ihrem Heimatland geflohen sind, wo Krieg sind. Dann natürlich um die verschiedenen Religionen, um die verschiedenen Kulturen, was da vielleicht anders ist als bei uns in Deutschland. Und das finde ich auch richtig, richtig schön und bereitet ihn halt schon früh auf dieses Thema vor, was sehr, sehr wichtig ist, womit er früh konfrontiert werden wird. Und auch da will ich, dass er halt keine Vorteile ist, dass er aufgeklärt ist. Und das ist schön, wenn das anhand von so einem Kinderbuch wirklich auch für Kinder aufbereitet dargestellt wird. Dann haben wir hier ein Buch, das haben wir auch schon komplett durchgelesen. Wilde Vorlesegeschichten, Piraten, Ritter und Räuberbanden von Ann-Kathrin Heger aus dem Ellermann Verlag, der Vorleseverlag. Und das ist halt so typisch Jungs, ne? Da geht es halt um Piraten, Ritter und Räuberbanden. Gibt es, glaube ich, auch für Mädchen. Aber fragt mich jetzt nicht. Zauberhafte Vorlesegeschichten gibt es zum Beispiel für Mädchen. Und das Buch ist auch so ein bisschen interaktiv. Also hier hinten hat man so die Symbole. Also wenn da zum Beispiel eine Sprechblase dann am Rand von der Geschichte steht, sind da spannende Rätsel und Erzählfragen. Bei der Lupe viele bunte Bilder zum Suchen und Entdecken. Also da wird dann nach einem bestimmten Begriff zum Beispiel gefragt. Und die Hand mit kleinen Spiel- und Aktionsideen zum Bewegen, Lachen und Sachen machen. Also diese Aktionen, die machen wir nicht, wenn ich ihm abends daraus vorlese. Aber wenn ich ihm tagsüber daraus vorlese, kann man das schon sehr schön mit ihm machen. Dann habe ich ein Buch, das ist bei uns ja thematisch zum Glück nicht ganz so aktuell. Finn Tob von David Elliott und Timothy Basil Ehring, auch aus dem Klett Kinderbuch Verlag. Und da geht es halt um Finn, der tobt und wie das so für seine Eltern ist. Ist auch sehr schön illustriert übrigens. Und das fand ich halt so schön. Vince hat wirklich, also seine Trotzphasen waren sehr, sehr angenehm noch und auch immer ganz, 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 ganz kurz. Aber wenn man einfach so einen Einstieg braucht, um mit ihm über dieses Thema zu sprechen, ist das eigentlich eine gute, gute Möglichkeit. Dann habe ich hier ein Buch, das habe ich auch schon ganz, ganz oft vorlesen müssen. Das hatten wir letztes Jahr im Urlaub mit und da habe ich das auch im Auto hoch und runter gelesen. Miss Harriets Ballonfahrt um die Welt von Sue Scullard aus dem Lapan Verlag. Und da geht es halt um Miss Harriet, die mit einem Ballon um die Welt fliegt. Und da sind auch sehr, sehr schöne Bilder drin. Ich weiß nicht, ob Vince es so oft vorgelesen haben möchte, wegen den vielen tollen, bunten Bildern. Aber auf jeden Fall mag ich auch das und er natürlich auch sehr, sehr gerne. Das Buch haben wir noch nicht gelesen. Wir haben es immer wieder angefangen und da hat Vince dann aber die Geduld verloren. Also scheint er noch nicht alt genug dafür zu sein. Und zwar ist es Captain Sharky und der Dolch des Sultans von Jutta Langreuter und Silvio Neuendorf aus dem Koppenrad Verlag. Ja, Captain Sharky, die Figur kennt man ja so ein bisschen, aber da ist Vince einfach noch nicht so interessiert. Das Buch ist auch sehr schön und zwar ist das Ausnahmsweise von Ingrid Sissung aus dem Gerstenberg Verlag
Und da geht es halt darum, ich weiß gar nicht, wie das kleine Mädchen heißt. Sie hat, glaube ich, gar keinen Namen. Na, jedenfalls darf sie zu ihrer Patentante und dort gibt es ganz viele Dinge, die sie normalerweise nicht tun darf. Und an diesem Wochenende darf sie das ausnahmsweise. Und dann habe ich noch ein Buch, daraus wurde mir schon als Kind vorgelesen. Und das haben wir mit Vince auch schon komplett durchgelesen. Man sieht auch, dass es schon ein bisschen älter ist. Und zwar ist das von Walt Disney zur guten Nacht mit Mickey Mouse und seinen Freunden aus dem Unipart Verlag. Und da hat man halt viele kleine Geschichten. Es war auch ein Buch, was wir relativ zu Anfang gelesen haben, als ich angefangen habe, ihm abends vorzulesen, weil es halt so schöne kurze Geschichten sind. Mittlerweile sind sie schon zu kurz für ihn eigentlich. Und jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass ich euch noch zwei Bücher zeigen muss, die ich nicht hier liegen habe, weil das die zwei Bücher sind, die ich im Moment aktuell abends vorlesen muss. Diese Bücher muss ich seit Wochen, wirklich, es sind glaube ich schon Monate, glaube ich mittlerweile, im Wechsel vorlesen. Und zwar sind die Bücher aus dem Moses Verlag und ihr gehört jeweils immer noch ein Kuscheltier dazu. Das hier ist jetzt Bammel, das ängstliche Monster. Von Biene und Benjamin Brendel sind diese Monstergeschichten von den kleinen Monstern. Und hier haben wir noch Vince, das kleine Monster. Und wie gesagt, diese beiden Bücher, seit Wochen lese ich die immer im Wechsel vor, sucht sich dann abends immer aus, welches von beiden er hören möchte. Ich kann es schon mittlerweile wirklich auswendig, aber er mittlerweile zum Teil auch. Also an den richtigen Stellen kommen dann auch schon mal die richtigen Wörter. Aber naja, es sind halt echt schöne Bücher. Wie gesagt, man hat dann immer noch mal ein Kuscheltier in so einem Set dabei gehabt. Das ist schon eine recht schöne Sache. Und ich weiß auch, dass er zu Ostern gibt es halt noch mehr Bücher und Sachen, davon noch was bekommen wird, weil er es halt einfach ja, so toll findet. Genau, das waren so die Vorlesebücher für Vincent. Alle neuen Bücher, die ich immer so für ihn bekomme, zeige ich übrigens auf meinem Buchkanal. Also wenn ihr da regelmäßig auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert doch meinen Buchkanal. Der ist immer unten in der Infobox verlinkt. Oh. Natürlich habe ich dann auch noch so Bücher speziell für Weihnachten und auch zwei Bücher speziell für die Osterzeit. Ja, wenn ihr da Interesse habt, kann ich euch die auch nochmal zeigen. Da zeige ich halt nochmal unsere Oster- und Weihnachtsbücher in einem Video zusammen. Schreibt es mir einfach unten in die Kommentare, wenn ihr das noch sehen wollt. Ansonsten gibt es, wie gesagt, bald auch noch das Video zu seinen Pappbilder-Entdeckungsbüchern. Ich hoffe, das Video hat euch sehr gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare, wenn ihr mir erzählt, was eure liebsten Vorlesebücher für eure Kinder sind. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!